Oh ja. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast für uns. Na klar. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich dich so mehr oder weniger hier kennengelernt habe, da hast du mir nämlich erzählt, du hättest einem Arbeitskollegen von mir hier die Haare geschnitten, weil du wolltest neben deiner Schauspielkarriere auch noch einen vernünftigen Beruf machen. Ich habe dir das total abgenommen, als du mich gefragt hast, komm doch mal vorbei, ich kann dir auch die Haare schneiden. Und ich habe gesagt, ja super, alles klar, komm ich. Mhm. Stimmt aber gar nicht, ihr habt mich voll veräppelt, richtig? Nur so ein bisschen. Ich finde aber die Extensions, die ich gemacht habe, die sind super. Ist doch gut geworden, oder? Also, ja, ich bin manchmal ein bisschen unzufrieden. Zu viele, ne? Ja. Nee, ich kann's nicht. Also du solltest nicht zu mir kommen, das wird nicht besser. Schon mal über den Beruf nachgedacht? Ich meine, du schneidest ja hier auch jetzt schon relativ lange die Haare. Schon mal drüber nachgedacht, so eine Zweitausbildung zu machen? Nee, weil ich war beim Friseur und habe halt so eine Grundausbildung quasi gemacht. Also ich kann wickeln, ich kann die Schere einigermaßen halten, wenn ich mich konzentriere. Und all diese Handgriffe, die möglichst normal aussehen sollen, habe ich geübt. Aber habe dabei wieder festgestellt, dass ich einfach zu unhandwerklich bin, glaube ich, um einen richtigen Beruf zu lernen. Ich bin, glaube ich, bei der Schauspielerei ganz gut aufgehoben. Weil man immer so tun muss, als ob, aber man muss es halt nicht wirklich können. Im Jahr 2009, da übernimmst du sozusagen den Friseursalon. Mhm. Wie war das damals für dich, dass dein Weg in der Lindenstraße dann quasi hier als Friseurin begonnen hat? Weil du hättest ja, wenn man es denn auch so sieht, du hättest zum Beispiel ja auch Callgirl werden können. Frau Doktor. Frau Doktor. Mir waren einige Wege offen. Ich hätte schon längst in Rom, London, Paris, sonst wo leben können. Es gibt ja immer dieses, wir dürfen Vorschläge machen an die Autoren, aber der Weg der Tanja Schildknecht ist so, wie soll ich das sagen, absonderlich gewesen. Auf die Wege wäre ich halt nicht gekommen und bin denen immer sehr dankbar, wo die nochmal eine Kurve gekriegt haben, dass sie doch auch hier wohnen bleiben darf. Und dass sie eine Friseurin wird, finde ich total lustig, weil das ist was sie eigentlich die ganze Zeit begleitet hat, wilde Haarfrisuren. Was zeichnet Tanja denn für dich sonst noch so aus? Also sie ist ja schon auch eine gebeutelte Figur in der Lindenstraße so ein bisschen. Was macht ihren Charakter für dich so spannend? Dass die so direkt ist. Also Tanja darf wirklich eigentlich alles sagen und ist in ihrer Durchgeknalltheit doch immer sehr ehrlich zu allen gewesen, hat zwar immer wieder versucht, Menschen zu manipulieren, ist sich da mit Dr. Dressler, finde ich, auch gar nicht so weit auseinander. Die beiden versuchen ja immer, Menschen dazu zu bringen, das zu machen, was sie gerade möchten. Und hat aber eigentlich immer ganz klare Positionen vertreten und die auch gegen den Sturm von allem, auch manchmal etwas seltsame Ideen, aber die hat sie trotzdem immer voller Elan durchgezogen. Und das finde ich halt sehr bewundernswert. Also wirklich ohne Rücksicht auf Verluste, finde ich nicht so einen netten Charakterzug, aber das zu spielen ist halt toll. Weißt du noch, wie dein erster Drehtag war? Aber hallo. Ja, ja. Also das Irritierendste war wirklich eigentlich der erste Pressetag. Das war so der erste Tag, wo man plötzlich reingeschmissen wurde. Bevor überhaupt irgendwas gedreht wurde, haben sich ganz, ganz viele ganz erwachsene Menschen hier auf der Straße getroffen. Es gab eine große Tribüne, wo wir dann alle hingestellt wurden. Und da kamen dann halt Menschen und sagten, hallo, ich bin deine Mama, hallo, ich bin dein Papa, hallo, ich bin dein Opa. Und es waren so unglaublich viele Menschen. Und das war schon sehr, sehr aufregend. Was würdest du dir denn für deine Rolle hier bei der Lindenstraße so für die Zukunft wünschen? Gibt es da irgendwas, wo du denkst, ach Mensch, Tanja könnte sich auf jeden Fall nochmal ordentlich verknallen oder? Ja, das auf jeden Fall. Also überhaupt ein bisschen stabiler werden und nicht immer von allen möglichen Dingen gebeutelt. Aber das ist halt das Dumme der Figur. Wünscht man natürlich, dass sie glücklich wird, dass sie reich wird, dass sie ein wunderschönes Leben hat. Aber als Schauspielerin wünsche ich ihr natürlich alles Schlechte, alles Dramatische, alles Boshafte und wirklich ein weiterhin gebeuteltes Leben, weil ich das natürlich gerne spielen will. Es ist eigentlich einfacher, sowas Fieses, Böses, Trauriges zu spielen, als jetzt was zu spielen, was so eine, zum Beispiel so eine ganz Alltagssituation ist. Man sitzt am Tisch und trinkt ein Käffchen, ne? Und man quatscht da irgendwie bei. Ist das schwieriger zu spielen? Ja, weil da eine Energie drin zu halten, dass Leute das auch noch interessant finden, auf egal welche Art, ist natürlich viel komplizierter, als wenn man einen hochdramatischen Nervenzusammenbruch mit, oh Gott, alle zittern jetzt bitte, wird das überleben oder nicht? Da ist ja die Dramatik schon in der Szene. Aber mit meinem Ex-Mann, Herrn Dr. Dressler, habe ich viele Mittagessen verbracht in der Holzverschalung. Und wir haben uns beide irgendwann wirklich schon immer so, und noch ein Mittagessen. Einfach weil damals die Situation war, es sollte halt etabliert sein, dass die beiden sich wirklich mögen und dass nicht Tanja irgendwas Böses vorhat. Da lag halt eher unterschwellig die Geschichte der beiden dahinter, dass da doch bestimmt irgendwas ist und es war einfach nichts. Die haben halt Mittag gegessen. Das war wirklich teilweise sehr anstrengend dann. Was machst du denn eigentlich, wenn du jetzt nicht bei der Lindenstraße bist? Gibt's das? Ja. Ich bin doch immer hier, oder? Bist du denn da? Nein,
Also gibt es da Tage, Wochen, wo du was ganz anderes machst, noch vielleicht als Schauspielerin, oder machst du was ganz anderes noch nebenbei? Also ich habe mehr Leben ohne Lindenstraße als mit Lindenstraße. So absurd das ist, weil für viele Leute tauche ich halt nur hier auf. Da bin ich halt dann einmal alle paar Wochen da und ansonsten verschwindet Tanja halt im Off. Aber ich habe schon sehr viel mehr Leben außerhalb der Lindenstraße. Erkläre bitte die Lindenstraße in einem Satz. Wie du schon gemerkt hast, kann ich wahnsinnig lange Sätze bilden. Die Lindenstraße ist ein Fernsehformat, das versucht, die politische, soziale Situation in Deutschland wiederzuspiegeln, mit möglichst viel Humor, aber auch sehr viel Sozialkritik und immer wieder sämtliche Probleme, die es hier wirklich gerade zur Jetztzeit gibt, auch aufzugreifen und trotzdem unterhalten zu sein und trotzdem spannend zu sein.